Auf einer Karibikinsel erwacht nach Jahrhunderten ein erloschen geglaubter Vulkan. Das Leben der 10.500 Einwohner ist bedroht. Vulkanologen beobachten den Ort des Geschehens. Doch dann der Ausbruch mit Lavalawine und Ascheregen. Die Ursache des plötzlichen Ausbruchs und die Zahl der Toten ist unbekannt. Aber ein Mann hatte ihn vorhergesagt. Warum hat niemand auf ihn gehört? Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Kette unglücklicher Ereignisse. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Diese Menschen sind einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein tobendes Inferno aus Vulkangestein kommt auf sie zu. Ihnen bleiben nur Sekunden, um sich vor dem sicheren Tod zu retten. Die Karibik. Die Insel Montserrat. Die winzige Insel ist einer der letzten Außenposten des britischen Empire. Sie hat mit 16,5 mal 10 Kilometer gerade einmal die Größe von Dublin. Hier leben die Schönen und Reichen und hier befinden sich die Aufnahmestudios der Stars. Die Insel ist wegen der natürlichen Schönheit und der lockeren Lebenseinstellung der Bewohner beliebt. 80% der Infrastruktur liegt südlich des Souvria Hill, einem 915 Meter hohen Berg, der den Süden der Insel dominiert. Viele der 10.500 Bewohner leben und arbeiten in der Hauptstadt Plymouth oder bewirtschaften den fruchtbaren Boden an den Berghängen. Am nördlichen Hang liegt das Dorf Farrell's Yard, Heimatort von Delia Ponde. Es ist ein Paradies, weil alle so freundlich zueinander sind und sich wenig Sorgen machen. Ich glaube, wir haben einfach gelernt, das Leben so zu akzeptieren, wie es ist. Delia ist auf Montserrat geboren und hat 6 Kinder. Sie hat ein Stück Land gepachtet und baut Gemüse an, das sie auf den Nachbarinseln verkauft. David Lee ist amerikanischer Missionar, der seit 15 Jahren auf Montserrat lebt. Er ist außerdem begeisterter Hobbyfilmer und nimmt alles von Karneval bis hin zu Sportwettkämpfen auf. Es ist nicht überlaufen, genauso wie die Karibik früher war. Die Menschen hier sind wirklich warmherzig. Doch etwas bedroht dieses tropische Paradies. Die üppige Vegetation und der fruchtbare Boden verbergen, dass die Insel ein Vulkan ist. Montserrat liegt direkt über dem Plattenrand, einem seismologisch besonders aktiven Gebiet. Die Nordatlantische Platte schiebt sich hier westlich unter die Karibische Platte und wird zu Magma. Dieses sucht sich über Jahrtausende einen Weg an die Oberfläche und bildet so vulkanische Inseln, die kleinen Antillen. Seit ungefähr 370 Jahren gibt es keine Anzeichen mehr auf vulkanische Aktivitäten auf Montserrat. Einziger Hinweis sind heiße Quellen, die die Hänge des Souvria Hills hinabfließen und in denen man Eier kochen könnte. Doch am 18. Juli 1995 passiert es. Die Inselbewohner hören vom Berg einen ohrenbetäubenden Lärm, der wie ein Düsenflugzeug klingt. Taxifahrer Leroy Slim Daly befindet sich an diesem Tag in Plymouth. Die Leute merkten, dass sich in den Bergen etwas tat. Die meisten dachten, es wäre ein vorbeifliegender Düsenflieger, doch der Lärm hörte nicht auf.
Im Laufe der Woche wiederholt sich das Ereignis. 10.500 Menschen sind jetzt einer unerwarteten Gefahr ausgeliefert. Das ist David Lees Chance, einen wirklich dramatischen Film zu drehen. Ich beschloss, den Vulkan zu filmen, weil ich gerade frei hatte. Wir hatten in den 10 Jahren davor viel Stress gehabt, aber da hatte ich nichts weiter zu tun und eine schöne kleine Kamera in der Hand. Als der Vulkan ausbrach, wusste ich noch nicht, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Die Nachricht der vulkanischen Aktivität verbreitet sich weltweit und Wissenschaftler kommen auf die Insel. Das ist die seltene Möglichkeit, einen seit Jahrhunderten ruhenden Vulkan bei der Rückkehr vulkanischer Aktivitäten zu beobachten. Unter ihnen befindet sich auch der Vulkanologe Rob Watts von der Universität von Indiana. Er sieht die Reise als eine einmalige Gelegenheit. Es ist mein Traumberuf, Vulkane zu beobachten. Einen aktiven Vulkan zu sehen, war einfach unglaublich. Wissenschaftler errichten augenblicklich eine Überwachungsstation in Plymouth und installieren 9 Seismographen rund um den Vulkan. Die Geräte nehmen Zeit, Dauer und Stärke der Beben unter dem Berg auf. Die Daten werden der Überwachungsstation übermittelt, 24 Stunden am Tag gespeichert und auf 4 sich drehenden Walzen aufgezeichnet. Dieses System verschafft den Wissenschaftlern einen aufregenden Einblick in das Innere des Soufrière Hills. Sie schlussfolgern, dass der ohrenbetäubende Lärm aus dem Berg von einer sogenannten phreatischen Eruption im alten Krater herrührt, im Castle Peak. Durch aufsteigendes Magma überhitztes Grundwasser verdampft und entweicht unter gewaltigem Druck durch Risse im Gestein. Daher stammt das pfeifende Geräusch. Das Team beobachtet die Instrumente und wartet darauf, dass der Vulkan zum Leben erwacht. Einen Monat nach der ersten Aktivität entschließt sich Hobbyfilmer David Lee, auf den westlichen Rand des Kraters zu steigen, der über dem Castle Peak liegt. Wenn ihr das seht, seid nicht so blöd, es nachzumachen. Als ich auf dem Rand des Kraters lief, habe ich die Kamera eingeschaltet. Der ganze Berg zittert, es braut sich was zusammen. Und als ich durch den Regenwald ging, gab es diese phreatische Eruption. Es war unglaublich. Steine flogen durch die Luft und dieser Lärm. Ich wusste nicht, dass der Berg hochgehen könnte. Dort unten ist zweifellos Magma, das raus will. Als der Vulkan eine zweite Druckwelle ausstößt, bemerkt David, in welcher Gefahr er sich befindet. Ich drehte um und machte einen Rückzug. Okay, Lord. Lieber Gott, ich glaube an dich und vertraue dir. Du bist meine Rettung, meine Stärke. Das war mein letzter Ausflug hier oben, Leute. David wird klar, dass seine Wahlheimat neue gefährliche Züge angenommen hat. Sehe ich ängstlich aus? Ich schalte auf Auto. Ich bin noch nicht draußen. Ich bin erst 200 Meter runter. Falls es jetzt losgeht, habe ich keine Chance. Unter meinen Füßen hat der ganze Berg gezittert. Man kann spüren, dass diese vibrierende Kraft raus will. Montserrat ist zum Leben erwacht und zu einer tickenden Zeitbombe geworden. Die rotglühende Lava steigt in der Magmakammer des Soufrière Hills schnell an. Dennoch sind sich die Wissenschaftler nicht sicher, ob der Vulkan in eine weitere gefährliche aktive Phase übergeht. Dann, einen Monat nach dem ersten Ausbruch, schleudert ein weiterer Ausbruch eine Wolke aus Asche, Schlamm und Dampf 2 Kilometer weit in die Luft. Die Vibration erschüttert Montserrat. Die Einwohner schauen nervös in den verdunkelten Himmel. Der Südwesten der Insel ist in eine Wolke aus vulkanischem Staub gehüllt. Eine
halbe Stunde später klärt sich der graue Nebel und die Sonne bringt eine unheimliche Szene ans Tageslicht. Plymouth und der gesamte westliche Teil des Souvria Hills sind mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Einwohner bezeichnen den Tag als Aschermontag. Delia Pond erinnert sich an die Probleme. Man wachte auf und sah Asche. Man wollte Wasser trinken und trank Asche. Man wollte was essen und aß Asche. Die Regierung befürchtet, dass der nächste Ausbruch schlimmere Ausmaße annehmen könnte und evakuiert mit Hilfe des britischen Militärs 6000 Menschen, die an den Berghängen wohnen. Die Hauptstadt und die umliegenden Dörfer leeren sich, da viele Bewohner in die 8 Kilometer entfernten Notunterkünfte im Norden der Insel fliehen. Doch der Aufbruch ist chaotisch. Der Norden hat kaum Infrastruktur. Die Lebensbedingungen sind einfach. Wir wurden in Schulen und Kirchen untergebracht. Jeweils 40 bis 50 Menschen pro Kirche. Alle zusammen. Junge, Alte, Christen, Säufer, Kleinkinder, Gute, Böse und Hässliche. Die Bewohner wollen schnell zurück. Vielen wird tagsüber der Zugang in den Süden gewährt, um den Alltag der Insel aufrechtzuerhalten. Unter ihnen befindet sich auch Delia Pond. Ihre Produkte sind mittlerweile zu einer wichtigen Quelle für die umquartierten Bewohner geworden. Delia und ihre Familie bewirtschaften eine Parzelle, von der man die Spitze des Vulkans sehen kann. Jeden Tag treffen sie Vorsichtsmaßnahmen für den Fall einer weiteren Eruption. Immer wenn wir morgens auf dem Land waren, haben wir die Schlüssel stecken lassen und das Auto so gestellt, dass wir im Notfall einfach losfahren konnten. Ihr vorgesehener Fluchtweg führt sie nach Norden zur Zuflucht auf einem kleinen Hügel. An dem Hang über Delias Parzelle hat auch Harry Lewis einige Hektar Land gepachtet. Er und seine Frau haben sich Geld geliehen, um das Land bewirtschaften zu können. Wie auch für Delia ist das ihr einziger Lebensunterhalt. Im September dürfen die Einwohner zurück in ihre Häuser. Ihre Aussicht hat sich verändert. Ein riesiger Steinhügel entsteht auf dem Gipfel des Vulkans. Durch dieses Phänomen werden die schlimmsten Befürchtungen der Wissenschaftler bestätigt. Es wird als Lavadom bezeichnet und ist eine instabile, hügelförmige Erhebung. Diese bildet sich durch aufeinanderfolgende Ablagerungen zähflüssiger Lava. Wenn die Seiten dieses Lavadoms kollabieren, fließt ein tödliches Gemisch aus rotglühendem Gestein und Asche in einem sogenannten pyroklastischen Strom den Berg hinab. Diese tödlichen Lawinen können eine Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometer pro Stunde erreichen und die Temperaturen im Inneren betragen zwischen 600 und 700 Grad. Über 40.000 Tote sind allein im letzten Jahrhundert auf sie zurückzuführen und sie verursachten einige der schrecklichsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. 1902 kamen 28.000 Menschen auf der Insel Martinique durch einen pyroklastischen Strom ums Leben. Das wohl bekannteste Unglück ist die Zerstörung Pompejis, 79 vor Christus. Damals starben 2000 Menschen. Trotz der drohenden Gefahr kehren die Inselbewohner wieder in den Norden zurück. Rob Watts und die Wissenschaftler beobachten den Lavadom. Während meiner Messungen saß ich einfach nur da und beobachtete den Dom, wie Gestein von ihm abfiel. Es war einfach wirklich faszinierend zu sehen, wie er größer wurde. 5 Monate nach dem ersten Ausbruch verlangsamt sich die Entwicklung des Lavadoms. Die vulkanische Aktivität scheint abgenommen zu haben. Im Glauben, das Schlimmste sei nun vorbei, schickt die Regierung die Evakuierten wieder nach Hause. Alltag kehrt auf der Insel ein. Doch es ist noch nicht vorbei.
Fast 3 Monate später fließt der erste pyroklastische Strom den östlichen Hang hinunter. Der Strom fließt zwar nur 2 Kilometer weit und es gibt keine Verletzten, doch die vulkanische Aktivität nimmt eindeutig wieder zu. Die Regierung evakuiert die Bevölkerung. Durch das Hin und Her entstehen jedoch Verwirrung und Ärger unter den Betroffenen. Im Süden wird ein Sperrgebiet eingerichtet. Von Plymouth bis zum Flughafen ist der Zutritt verboten. Aber niemand scheint sich darüber im Klaren zu sein, welche Gefahr vom Vulkan ausgeht. Die Straßensperren sind noch nicht durchgesetzt, die Bewohner pendeln immer noch hin und her. Es kommt zur ersten explosiven Magma-Eruption. Asche und rotglühende Felsbrocken von bis zu 50 cm Durchmesser werden die Ostseite heruntergeschleudert und zerstören das leerstehende Dorf Long Ground. Als die vulkanischen Aktivitäten zunehmen, versucht Hobbyfilmer David Lee, die Ereignisse hinter den Absperrungen zu dokumentieren. I figured I was doing all the right things, that I understood what was happening in the volcano. Ich dachte, ich wüsste, was zu tun ist, was auf dem Vulkan passiert und wo ich am sichersten bin. Und wollte ein wenig um den Krater schleichen, um einige Bilder vom pyroklastischen Strom zu erhaschen, wie er Täler hinunterfließt und so. Unglaubliche Bilder. Aber sein Ehrgeiz bringt ihn in ernste Gefahr. Während er von Plymouth Richtung Norden fährt, kommt es zu einem gewaltigen Ausbruch. Als ich in den Himmel schaute, sah ich diese riesige schwarze Wolke auf mich zukommen, pechschwarz. Ein Asche- und Schlammregen ergießt sich über den Süden der Insel. In Sekundenschnelle wandelt sich der Tag zur Nacht. Pechschwarz, um mich herum war alles pechschwarz. Es donnerte und Blitze schlugen überall ein, in die Häuser, die Straße und in die Bäume. Ich hatte noch nie so viel Angst um mein Leben. Es ist später Mittag. Es ist kaum zu glauben, aber ich kann nichts sehen, überhaupt nichts. Wir sitzen in der Falle. Es wäre wirklich schön, hier lebend wieder rauszukommen. 14 Minuten später klärt sich der Himmel auf. David hat wirklich Glück gehabt. Doch es ist immer noch nicht vorbei. Hier beginnen Kräfte zu wirken, die dieses Inselparadies zerstören werden. Seit fast 2 Jahren wird nun vulkanische Aktivität auf der Karibikinsel Montserrat registriert. Wissenschaftler merken, dass die einmalige Gelegenheit, die zunehmende vulkanische Aktivität aus der Nähe zu beobachten, sich dem Höhepunkt nähert. Aufgrund des wachsenden Drucks schickt das British Geological Survey ein neues Teammitglied. Sue Loughlin von der Universität Durham wird bei der Überwachung der Situation helfen. Als ich aus dem Flughafen kam, sah ich diesen riesigen, dampfenden Vulkan. Innerhalb von Minuten nach meiner Ankunft sah ich pyroklastische Ströme aus den Seiten des Lavadoms fließen. Es war also eine knallharte Konfrontation mit der Situation. Der Lavadom ist zu einer Lavanadel geworden und ist höchst instabil. Magma sammelt sich am Krater an. Die Wissenschaftler errichten Messgeräte an den Hängen des Vulkans. Damit kann das Team selbst kleinste Veränderungen des Berges wahrnehmen. Bei erhöhtem Druck durch ansteigendes Magma schwillt der Lavadom an. Bei nachlassendem Druck zieht er sich zusammen. Das Team weiß bereits, dass das Auftreten pyroklastischer Ströme am wahrscheinlichsten ist, wenn der Druck nachlässt.
1997 berechnen die Wissenschaftler einen immer enger werdenden Aktivitätszyklus. Von einmal in 20 Stunden bis zu einmal alle 8 bis 12 Stunden. Dem Team ist bewusst, dass sich die Situation zuspitzt. Am 25. Juni, 3 Uhr morgens, zeichnen die Seismometer intensive Bewegungen des Berges auf. David Lee und sein Sohn arbeiten freiwillig in der Nachtschicht, um sie zu überwachen. Ich überwachte die Seismographen in dieser Nacht und es kam alle 50 Sekunden zu Erdbeben. Ich erinnere mich, dass ich zu meinem Sohn sagte, es sieht aus, als bekommt der Vulkan ein Baby. Geschmolzenes Magma aus dem Inneren des Vulkans steigt rasend schnell in der Kammer an und übt enormen Druck auf den Lavadom aus. Mit zunehmendem Druck wird Magma in den Lavadom gepresst und destabilisiert ihn. Gegen 7 Uhr registrieren die Seismographen immer noch starke vulkanische Aktivitäten. Das Wetter ist schlecht und durch den Nebel kann man den Vulkan kaum sehen. Die Wissenschaftler gehen ins Freie, um den Berg zu beobachten. Die Bewohner werden über die Rundfunkstation über die drohende Gefahr informiert. Alle Menschen im Sperrgebiet und in den Dörfern Bethel, Brams, White's Yard und Spanish Point werden gebeten, das Gebiet unverzüglich zu verlassen. Delia Pond ist mit ihrer Familie und einigen anderen Landarbeitern sehr früh aufgebrochen, um auf den Feldern im Sperrgebiet zu arbeiten. Doch Delia lässt ihr Radio im Wagen und der Nebel verdeckt die Sicht auf den Vulkan. In einem Moment lichtet sich der Nebel und im nächsten wird er wieder dichter. Wir konnten zwar die Helikopter über uns sehen, aber den Berg sah man nicht. Harry Lewis und seine Familie bestellen ebenfalls ihr Land. Um 12.45 Uhr nehmen die Seismographen in der Überwachungsstation eine anhaltende Erschütterung wahr. Die Sirenen ertönen in Plymouth und die Rundfunkstation dokumentiert die Entwicklung der aktuellen Situation. Schnell ansteigendes Magma bringt den Lavadom an seine endgültige Belastungsgrenze. Um 12.55 Uhr bricht der Souvrier Hill-Vulkan mit schrecklicher Gewalt aus. David Lee hält diesen Augenblick der Explosion mit seiner Kamera fest. Er war größer als je zuvor. Und alle dachten, oh mein Gott, sie wussten, dass Leute in Gefahr waren. Die Eruption löst eine enorm heiße Gas- und Gesteinslawine aus, die den Landarbeitern am nördlichen Hang entgegenrollt. Als Delia und ihre Familie gehen wollen, öffnet sie das Tor und sieht die weißglühende Lawine auf sich zukommen. Es ist mir zur Routine geworden, nochmal zum Berg zu schauen, bevor wir gehen. Und diesmal sehe ich den Berg auf halber Strecke auf uns zukommen. James, wir müssen sofort los. Delia bemüht sich, Ruhe zu bewahren. Die Gefahr kommt von hinten. Ich dachte, dass es nicht klug wäre, Alarm zu schlagen, da die anderen sich sonst umdrehen und in Panik geraten würden. Ihr Ehemann James tut es dennoch und fährt in die falsche Richtung. Als die Vulkanlawine näher kommt, hat James Probleme, den Rückwärtsgang einzulegen. Aus irgendeinem Grund konnte er nicht zurücksetzen. Ihnen bleiben nur noch Sekunden, um zu einem Hügel zu kommen. Ich sagte zu ihm, okay, bleib ruhig, lass dir Zeit. Und dann zählte ich langsam bis 3. Plötzlich fährt ihnen Harry Lewis entgegen. Seine Familie geriet in Panik und floh zu Fuß.
Um sie zu retten, fährt er bergab ins rollende Inferno. Wir mussten da raus. Delia und ihre Familie fahren 1 Kilometer bergauf in nördlicher Richtung. Als sie zurückschauen, sehen sie, wie die Felder, auf denen sie gerade noch gearbeitet haben, von der glühend roten Lava verschlungen werden. Es ist katastrophal, weil man nichts sieht. Nur Wolken und Rauch. Überall. Im 3 Kilometer nordöstlich des Souvria Hills gelegenen Dorf Harris spielt Slim Delay in einer Bar Billard. Er ahnt nichts von der Katastrophe. Als die extreme Hitze des Infernos eine Tankstelle erreicht, entzündet sich das Benzin und das Gebäude explodiert. Wir hörten einen unglaublichen Lärm und ich wusste sofort, dass etwas schrecklich schief lief. Slim sieht die weißglühende Lawine den Berg hinabrollen. Er rennt zu seinem Wagen und fährt auf einen Hügel. Als ich die Lawine vor mir über die Straße schob, merkte ich die Hitze. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zwar Angst, aber ich war nicht vor Entsetzen gelähmt. Auf dem Hügel angelangt, verlässt Slim sein Auto, um die apokalyptische Szene unter ihm zu beobachten. Ich sah, wie die pyroklastischen Ströme ganze Dörfer und die gesamte Gegend zerstörten und auf den Flughafen zuliefen. Während er alles beobachtet, ändert die vulkanische Welle ihre Richtung und kommt genau auf ihn zu. Um dem Tod zu entgehen, bleiben Slim Daly nur Sekunden. Auf seinem Weg in den Norden warnt Slim einen alten Mann vor der bevorstehenden Gefahr. Kurz danach werden sie von einer dicken, giftigen Wolke aus Asche und Schwefelgasen eingeholt. Wir konnten nicht wegrennen, denn wir konnten nicht sehen, wohin wir gehen. Man konnte seine Hand vor Augen nicht sehen. Die Hitze erschwert das Atmen. Die beiden knien sich auf den Boden und ringen nach Luft. Er sagte ständig, dass wir sterben werden. Ich versuchte ihn zu beruhigen und sagte, nein, wir werden nicht sterben, wir werden nicht sterben. 13.10 Uhr, ein Rettungshubschrauber wird losgeschickt. Bewohner, die nicht mit dem Auto flüchten konnten, retteten sich in nordwestlich gelegene Dörfer. Doch um sie dort herauszuholen, muss der Hubschrauber gefährlich nah an die Aschewolke heranfliegen. Eine der ersten Rettungsaktionen findet im Dorf Harris statt, wo 20 Einwohner in der Falle sitzen. Slim Daly befindet sich unter ihnen. Er wird in Sicherheit gebracht. Am Abend liegen 4 Todesmeldungen und 17 Vermisstenanzeigen vor. Weitere Todesmeldungen werden befürchtet. Es war ein Tag, der alle Bewohner schockierte. Die Insel ist so klein, jeder kennt jeden, viele sind untereinander verwandt. Ein schlimmer Tag. Sofort beginnen die Wissenschaftler mit Untersuchungen, um herauszufinden, warum der Vulkan mit einer solchen Wucht ausbrach. Sie nehmen Augenzeugenaussagen auf, sammeln Fotos und vergleichen diese mit den aufgenommenen Daten. Sie wollen rekonstruieren, was an diesem Tag passiert ist. Die Augenzeugen beschreiben ein schreckliches Szenario. Ich habe gesehen, wie sich die Lava überall verteilte. Sie kam einfach hoch. Trotz der drohenden Gefahr wurden Bewohner im Sperrgebiet vom pyroklastischen Strom überrascht. Die enorme Geschwindigkeit und Größe der Lawine war überwältigend.
Als sie auf mich zukam, sah es aus wie stürmische Wellen, die sich ausbreiteten. Sie wurden immer größer und größer. Durch das Zusammenfügen der aufgenommenen Daten, der Fotos und der Augenzeugenberichte wird klar, dass es sich nicht um einen pyroklastischen Strom, sondern um drei stärker werdende Ströme handelt. Als die Aktivität vier Tage nach dem Ausbruch nachlässt, wirft das Team einen ersten Blick in den Krater. Obwohl es immer noch gefährlich ist, fliegen sie über die Spitze des Berges und finden ihre Annahme bestätigt. Der Lavadom ist kollabiert und hat sich über die Nordwand des Kraters in das Mosquito-Gat-Tal ergossen. Vier Quadratkilometer im Norden als auch im Osten des Souvrea Hills sind zu Ödland geworden. Es ist eindeutig, dass der letzte pyroklastische Strom stärker und schneller war als die anderen beiden. Er zerstörte insgesamt 150 Häuser. Anhand von Filmmaterial und seismografischen Daten errechnet das Team eine Fließgeschwindigkeit von bis zu 128 Kilometern pro Stunde. Angesichts solcher Geschwindigkeiten hatten die Unglücklichen, die sich in ihrem Weg befanden, keine Chance. Um die Theorie zu belegen, muss das Team vor Ort sein, doch das Betreten wäre zu gefährlich. Sie müssen warten, bis sich das Gestein abkühlt. Zurück in der Überwachungsstation bringt die Datenauswertung der Messgeräte interessante Einblicke. Kurz vor der Eruption schwillt der Lavadom enorm an und tritt über den Nordrand des Kraters. Zwischen 12.20 Uhr und 12.50 Uhr fällt der Vulkan in sich zusammen. Dadurch wird die äußere Domschicht instabil. 12.57 Uhr tritt der erste pyroklastische Strom über die Nordwand aus und fließt in das Mosquito Gat hinab. Kaum drei Minuten später wird eine neue, stärkere Lawine aus dem tiefen Inneren des Vulkans ausgestoßen. Um 13.08 Uhr folgt der dritte und stärkste Ausbruch, der eine Aschewolke 13.500 Meter in die Luft schleudert. Rotglühendes Geröll wird ausgestoßen. Seit Jahrhunderten war das die stärkste vulkanische Aktivität auf der Insel. Der dritte pyroklastische Strom war der stärkste, erreichte 7 Kilometer weit. Er breitete sich im Küstengebiet aus und begrub sogar Häuser unter sich. Mehrere Tage nach dem Ausbruch ergaben Berechnungen, dass es sicher sei, die Sperrgebiete zu betreten. Als Vorsichtsmaßnahme trägt das Team Schutzanzüge, da der Boden teilweise noch sehr heiß ist. Die Auswertung der Öffnung im Lavadom und die Schätzung der Ströme ergab, dass insgesamt fast 6,5 Millionen Kubikmeter Lava vom Vulkan ausgestoßen wurden. Damit könnte man das Kolosseum in Rom 5,5 Mal füllen. Es ist fast wie ein heutiges Pompeji. Die Ströme waren über 600 Grad heiß. 150 Häuser liegen unter bis zu 30 Metern Asche und vulkanischem Gestein begraben. Der Straßenasphalt ist geschmolzen, Holztüren sind in Flammen aufgegangen und auch das Fensterglas ist geschmolzen. In der abkühlenden Lava des dritten Stroms findet man Hinweise auf die Wucht des dritten Ausbruchs.
Einige der Gesteinsbrocken im Lavastrom waren riesengroß, größer als Häuser. Wir fanden Reibungsspuren auf ihnen und uns wurde klar, dass sie nicht einfach den Berg runtergerollt waren. Sie schlugen so hart auf, dass sie teilweise schmolzen. Das müssen also ganz enorme Lawinen mit zerspringenden Felsbrocken und Steinen gewesen sein. Dieser schreckliche Anblick gibt außerdem Antwort auf die Frage, wieso die Lavaströme so viele Menschen überraschten. Die Inselbewohner hatten angenommen, das flüssige Gestein würde im Tal bleiben, wie in den Monaten zuvor. Doch sie irrten sich. Das Tal war durch die ersten zwei Ströme schnell mit Geröll gefüllt und der dritte, stärkere Strom floss einfach ungehindert über die anderen beiden hinweg. Als sie den Berg hinunterfloss, brach die Lava über die Seiten des Tals hinweg und breitete sich über 6 Kilometer weit aus. Die Landarbeiter hatten nicht damit gerechnet, dass sich die gewohnte Topographie so schnell ändern könnte. Weitere Untersuchungen des Sperrgebiets zeigen ein äußerst selten beobachtetes Phänomen. Außer der Zerstörung durch schwere Felsen werden über Farrell's Yard auch Senkschäden gefunden. Wissenschaftler erkennen dies als Hinweis auf pyroklastische Ströme. Wenn die Felsbrocken den Hang hinunterfallen, zersplittert Gestein und überhitzte vulkanische Gase werden frei. Diese Gase dehnen sich aus und toben als weißglühende Orkane über das Geröll und den pyroklastischen Strom hinweg. Alles, was mit ihnen in Berührung kommt, verbrennt. Fenster und Farbe sind geschmolzen. Pflanzen und Pfeiler sind herausgerissen worden. Und Dachziegel sind geschmolzen. Der pyroklastische Strom hatte eine Temperatur von bis zu 400 Grad und erreichte eine Geschwindigkeit von 133 Kilometer pro Stunde. Doch nicht allein deshalb ist er so extrem gefährlich, sondern vor allem durch seine Unberechenbarkeit. Während pyroklastische Ströme normalerweise die Täler entlang fließen, können sich Glutlawinen vor allem in Kurven von der eigentlichen Lawine lösen. Auf halber Höhe des Berges verläuft das Tal in einer Kurve und statt dieser zu folgen, löste sich die Glutlawine und zerstörte die Felder von Farrell's Yard. Das ist die Erklärung. Tage nach dem Unglück werden die Leichen von Harry Lewis' Familie gefunden. Alle drei erlitten tödliche Verbrennungen, obwohl sie keinen Kontakt mit dem pyroklastischen Strom hatten. In der Hoffnung, eine Erhebung sei ihre Rettung, flüchteten sie sich auf einen Hügel nördlich ihrer Felder. Aber der Strom holte sie ein. Die Leute dachten, sie könnten davor weglaufen, etwas höher steigen, doch das funktionierte nicht. Durch die Wucht, mit der die Glutlawine den Berg herunterkommt, kann sie ohne weiteres bergauf wandern und Autos, Fahrzeuge und Bäume mitnehmen. Durch die extreme Hitze im Inneren erleiden die Menschen einen neurogenen Schock und das Nervensystem schaltet ab. Sie sterben sofort. Insgesamt 19 Menschen kamen am 25. Juni ums Leben. Trotz dieser bedauernswerten Zahl ist es ein Wunder, dass es nicht mehr waren. Die Ereignisse vom 25. Juni machten uns natürlich sehr betroffen. Wir überdachten unsere Rolle als Wissenschaftler und unseren Standpunkt. Viele von uns interessieren sich jetzt mehr für den menschlichen Aspekt der Vulkanologie. Die Inselbewohner wurden vom Ausmaß der Zerstörung überrascht.
Doch 10 Jahre vorher hatte ein Mann diese Katastrophe vorhergesagt. Professor Jeff Watch arbeitet für die Abteilung für seismische Forschung an der Universität der Westindischen Inseln. Er und sein Kollege Michael Isaacs wurden 1986 von der UN beauftragt, die Risiken des Vulkans auf Montserrat zu beurteilen. Über 70% der durch pyroklastische Ströme verursachten Todesfälle sind auf den kleinen Antillen aufgetreten, einer Inselgruppe, zu der auch Montserrat gehört. Seine Forschung diente dem Zweck, der Regierung bei der Erarbeitung von Notfallplänen für den Fall einer Eruption zu helfen. Ich hatte ihnen erzählt, was ich tat. Ich sagte, dass ich einen Bericht über die Entwicklung des Vulkans schreiben würde. Das tat ich auch und übermittelte ihn und hoffte, dass sie ihn ernst nehmen würden. Professor Watch und sein Kollege sagten vorher, dass der Soufrière Hill ausbrechen könnte. Angesichts der ernsten Gefahr rieten sie zur Verlagerung der Infrastruktur in den Norden. Doch ihr Ratschlag wurde nicht umgesetzt. Der Soufrière Hill auf Montserrat ist mit schrecklicher Gewalt ausgebrochen und hat den Tod von 19 Bewohnern verursacht. Hätte mehr getan werden können, um diese Tragödie zu verhindern? Bei den anschließenden Untersuchungen wurden die Todesfälle dem Versagen der Regierung zugeschrieben, die versäumt hatte, die Evakuierten mit einer intakten Infrastruktur und ausreichend Land zu versorgen. 10 Jahre zuvor hatte Professor Watch und sein Kollege Michael Isaacson geraten, einen Großteil von Montserrats Infrastruktur in den Norden zu verlegen. 1987 veröffentlichten sie ihren Bericht zu den potenziellen Gefahren. Die Zusammenfassung des Berichts lautet: Der Soufrière Hill ist aktiv und wird erneut ausbrechen. Er birgt eine Gefahr für die Menschen, die im Süden von Montserrat leben. Sie bestanden darauf, den Soufrière Hill als aktiven Vulkan zu betrachten und zeigten, dass sich immer noch seismische Aktivitäten in Form von Erdbeben abspielten, obwohl er seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen war. Diese Beben traten zuletzt in den 30er und 60er Jahren auf. Dies sei der Beweis, dass der Vulkan alle 30 Jahre versuchte auszubrechen. Sagte für die Mitte der 90er Jahre eine gefährliche Eruption vorher, genau 3 Jahrzehnte nach der letzten seismischen Aktivität. In dem Bericht beschrieben wir den Ablauf verschiedener Szenarien. Von einer relativ kleinen Eruption, die sich innerhalb des Kraters abspielte, bis hin zu einer, durch welche die Hauptstadt gefährdet war. Doch die Vorhersage von Vulkanausbrüchen ist schwierig und Watch konnte nur mit der Wahrscheinlichkeit von 1% die Eruption für das nächste Jahrhundert vorhersagen. Angesichts dieser Unsicherheit entschied sich die Regierung gegen ein Handeln. Doch 10 Jahre nach Erscheinen des Berichts stellt sich heraus, dass die Voraussagen zutrafen. Wenn wir nun die Ereignisse dieses schicksalhaften Tages rekonstruieren, verstehen wir, wie es zu den 19 Todesfällen kam. Am 18. Juli 1995 bricht der Soufrière Hill zum ersten Mal seit 370 Jahren aus. Watch und Isaacs sagten vorher, dass der Vulkan Mitte der 90er Jahre ausbrechen könnte. Binnen weniger Monate bildet sich ein Lavadom. Im Dezember 1995 fließen bereits kleine pyroklastische Ströme die Hänge hinunter, wie es im Bericht vorhergesagt wurde. Im Inneren des Berges brodelt es. 25. Juni 1997, 10 Stunden bis zur Katastrophe. Magma steigt in der Magmakammer an und setzt den Dom unter gewaltigen Druck. Er schwillt kontinuierlich an
Doch der Druck lässt wieder nach. Sieben Stunden bis zur Katastrophe. Delia Ponde, ihre Familie und andere Landarbeiter fahren in das Sperrgebiet. 11 Minuten bis zur Katastrophe. Es kommt zur ersten Eruption. Der äußere Teil des Lavadoms fällt zusammen und ein pyroklastischer Strom ergießt sich über die Nordwand des Kraters. 8 Minuten bis zum Unglück. Die zweite Eruption tritt auf und eine größere Lawine aus Asche und Gestein fließt in dasselbe Tal. 13.08 Uhr kommt es zur dritten massiven Eruption. Der letzte Lavastrom tritt mit einer Geschwindigkeit von 128 km pro Stunde über den Talrand. Eine Glutlawine entsteht. Sie verwüstet 3 Dörfer und tötet 7 Menschen. Schwere Felsbrocken rollen das Moskito-Gat-Tal hinab und töten 12 weitere Menschen. Innerhalb von nur 25 Minuten sterben 19 Inselbewohner. Wir sind bewusst dieses Risiko eingegangen. Ich danke Gott, dass wir überlebt haben. Einen Monat später wird Professor Watts schlimmste Befürchtung Realität. Vom Soufrière Hill fließt ein weiterer massiver Strom in die verlassene Hauptstadt. Plymouth wird dem Erdboden gleichgemacht. Es sind keine Toten zu beklagen, doch wenn der Vulkan gleich zu Beginn mit einer solchen Gewalt ausgebrochen wäre, hätten es mehrere tausend Opfer werden können. Der Soufrière Hill ist seit über 10 Jahren aktiv. Heute leben weniger als 5000 Menschen auf Montserrat. Unter anderem Delia Pond, Slim Daly und David Lee. Doch sie leben in einem auf den Norden beschränkten Gebiet. Die Hälfte der Insel ist unbewohnbar und wird es wohl für die nächsten 10 Jahre bleiben.